Dieses Projekt hat mir super viel Spaß gemacht, auch wenn ich zugeben muss, dass das viel, viel mehr Arbeit war, als ich ursprünglich dachte. Aber es hat sich definitiv gelohnt. Lass mich unbedingt in den Kommentaren wissen, mit welchem Comic-YouTuber oder mit welchem anderen Menschen ich dieses Format auch nochmal durchziehen sollte. Schreib mir deine Wunschnamen hier unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel, viel Spaß mit der zweiten Folge. So geht Comic. Will's wissen. Und das war mein Wecker. Ja, ich weiß noch nicht ganz, wie ich die ganze Sache am Ende zusammenschneiden werde. Ich habe eine grobe Vorstellung davon. Ob das Ganze so sein wird, wie ich mir das vorstelle, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht sieht es einfach nicht schön aus. Vielleicht ist es einfach nur nervig. Schauen wir einfach mal, was es wird. Und ich würde sagen, beginnen wir mit der ersten Frage. Direkt vorneweg, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Jetzt erzähl doch mal. Ja, also ich bin der Kane von Kane Comics und mehr einem kleinen Comic-YouTube-Kanal. Dort habe ich so ein kleines wöchentliches Format namens Weekly Kane, wobei klein ehrlich gesagt untertrieben ist. Es ist halt eben schon wirklich in meistens sehr ausschweifendes Programm, was ich da biete. Nochmal für die, die es vielleicht nicht wissen. Weekly Kane hat den Golden Stain gewonnen für das beste Comic-Tuber-Format. Zu sehen auf Nikos Comic-Kanal Comic In. Es beginnt immer erstmal standardgemäß mit so News, die so in der Woche so reingeflattert sind rund um die Comic- und Nerd-Szene, die für mich aber natürlich eher Bedeutung spielen, wozu ich dann mich halt mit einer kleinen Meinung meistens eher äußere. Und ansonsten ist das der Hauptanteil dieses Formates mein Lesestapel, also da spreche ich dann über das, was ich in der vergangenen Woche so alles gelesen habe und stelle das kurz vor. Und ansonsten gibt es aber noch einige zusätzliche Themen, die immer mal reinfließen. So habe ich jetzt auch meine Pforten geöffnet für Gastbeiträge, ja, die dann auch gerne mal angenommen werden. Und manchmal mache ich auch ein kleines Unboxing oder eben gänzlich andere Sachen, ne? Also es ist so ein Format, wo ich mich relativ frei ausleben kann, ne? Und versuche dort eine schöne Mischung auch fertigzustellen. Es gibt noch ein paar andere Formate, die sind aber eher nicht regelmäßig, sondern die kommen dann eher so aus der Situation heraus, wie Kane antwortet, wenn irgendwer irgendein Thema aufwirft und dazu die Community fragt und ich bin der Meinung, ich hätte dazu eine Meinung, dann mache ich da am meisten so ein Kane-Antwortet-Video. Wie viel Platz nimmt deine öffentliche Rolle als Kane in deinem privaten Umfeld ein? Kane spielt in meinem Privatleben gar keine Rolle. Also Kane ist jetzt keine andere Person, als ich es selbst bin, ne? Aber mein YouTube-Kanal fließt nirgendwo in mein Privatleben ein und ich versuche das auch stark getrennt zu halten. Finde ich ziemlich interessant, denn naja, inzwischen gehe ich dazu über, das weitestgehend zu trennen oder halt nicht so viel in mein Privatleben einfließen zu lassen, hier diesen YouTube-Kanal. Und trotzdem werde ich halt von Freunden oder von Bekannten immer wieder darauf angesprochen und auch gefragt, wie das Ganze läuft. Und einerseits finde ich das schön, dass die Menschen sich dafür interessieren und dass es irgendwie Anklang findet. Gleichzeitig merke ich aber auch, ich möchte da im Privaten gar nicht mehr so viel drüber reden. Also ich kann Kane auf jeden Fall verstehen. Ja, also das hat keinerlei Bedeutung. Ich wüsste auch nicht, in welcher Hinsicht das irgendwo eine Bedeutung haben sollte. In welchem Alter hast du eigentlich angefangen, Comics zu lesen? Zum einen in welchem Alter überhaupt die ersten Comics und in welchem Alter dann speziell Superhelden? Außer das ist beides identisch, dann gibt es ja nur eine Antwort. Wie alt warst du, als du dich anfingst für Superhelden zu interessieren? Also mal dazu ganz kurz. Kane wusste nicht, dass ich andere Comic-YouTuber mit ins Boot nehmen würde. Die Grundidee war, dass ich gerne ein Interview mit ihm führen wollte. Und ich wollte es eigentlich für seinen Weekly Kane machen. Er fand es aber verständlicherweise nicht toll, ein Interview über ihn selber auf seinem Kanal hochzuladen. Und dann sagte er, komm, wir machen das für deinen Kanal. Natürlich hatte ich Bock drauf und dann ging mir direkt der Gedanke durch den Kopf, ich werde noch andere Leute mit ins Boot holen. Kane weiß davon aber nichts. Der Ablauf war dann so, ich habe verschiedenen Menschen Sprachnachrichten oder generell Nachrichten geschickt.
mir diese Fragen oder deren Fragen schon mal notiert, sodass ich Kane eine Liste geben konnte mit den Fragen. Die hat er dann beantwortet, in dem Glauben, ich hätte ihm diese ganzen Fragen gestellt. Kane, maximal 3 oder 4 Fragen waren von mir. Der Rest kommt alles aus anderen Köpfen. Euch danke ich sehr dafür. Hier an der Stelle Grüße an Creighton, Grüße an Miyako. Und es werden noch einige mehr folgen. Und ich freue mich mega darüber, dass so viele Menschen so viel Bock darauf hatten, mitzumachen und mir diese Sachen reingereicht haben. Also vielen Dank. Und weiter geht's. Tja, also wie alt war ich, als ich die Bürgergeschichte für mich entdeckt habe, lässt sich so heute gar nicht mehr direkt sagen, weil eigentlich haben sie mich meine ganze Kindheit begleitet. Mickey Mouse, Jips, die Schlümpfe allem voran, im erweiterten Sinne Pussybär und Teddy, ne, alles so Sachen, mit denen ich eben in meiner Kindheit in Berührung kam. Ich muss ja mal kurz einhaken. Also, ich hätte das ja im Schnelldurchlauf schon mal ein bisschen gesehen, um hier die ganzen Videoschnipsel zusammenzuordnen. Und der Pussybär, also ich kenne das. Also ich kenne auch das Yps-Heft, damit bin ich auch aufgewachsen. Und Pussybär, da musste ich ziemlich lachen. Also heißt das wirklich Pussybär? Heißt es Pussybär? Pussybär? Keine Ahnung. Hat mich auf jeden Fall amüsiert. Nix, also kein Front, kein Hate. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, der Pussybär. Zusätzlich mein Cousin und ich, wir haben auch immer aus diesen ganzen Altpapiercontainern auch immer geguckt, ob wir da nicht irgendwas noch finden, so an Comics, aber auch an so ein bisschen anderen Heftchen, ne, wie Jungs halt so sind, ne? Reden wir hier etwa von Pornoheftchen? Ja, der Bildschirm spiegelt in der Brille, ne? Ist jetzt leider so. Es ist spät, die Kontaktlinsen schmerzen in meinen Augen. Da müssen wir jetzt durch. Und ja, und dadurch hat es mich eigentlich immer begleitet, aber eine wissentliche Entscheidung zu Comics, das war dann 1998 im Endeffekt. Ja, 1998. Und zwar da gibt es diese Zeitung Super Ello. Ist eine Frauenzeitung und meine Mutter hat die halt immer gelesen und da drinnen waren eben immer Comics von den Abrafaxen. Sagte mir damals nicht wirklich was, obwohl ich auch damit schon meiner Kindheit Berührung hatte. Und diese kleinen Geschichten, die da drin waren, die haben mir immer gefallen. Und dann habe ich irgendwann mir mal aus der Bibliothek eben die Comics dazu ausgeliehen, ne? Und war eben davon sehr begeistert, ne? Und ja, dementsprechend war ich damals 12. Also, ja, da müsste ich. Nee, da war ich noch nicht 12, sondern kurz bevor ich 12 war, genau. Kurz bevor ich 12 wurde, war das dann, ne? 98 warst du 12, also ungefähr 12. Ja, ich auch. Und ich war aber eben so begeistert und habe dann eben das Mosaik gesammelt, ne? Ein paar Monate später kam mir dann dieses schöne Heft in die Hände, Godzilla Heft Nummer 4 im November 1998 und da bin ich dann natürlich auch an den Heften dran geblieben, habe mir dann später noch die verpassten 3 Ausgaben geholt und ich finde es bis heute sehr schade, dass wir nicht alle Ausgaben bekommen haben. Muss ich dazu sagen, das ärgert mich bis heute, ne? Weil da noch viel mehr erschienen ist und wir haben auch drinnen wirklich plötzlich einen riesigen Zeitsprung von ganz vielen Ausgaben, was ich wirklich sehr schade fand, ne? Aber da war so der nächste Schritt und von da aus habe ich mich so ein bisschen ausprobiert. Da gab es dann irgend so ein Batman-Superman-Adventure-Ding, also irgend so ein Spezialheft zu irgend so einer Crossover-Folge zwischen Batman-Adventure und Superman-Adventure, die ich aber schrecklich fand, ne? Dann Simpsons-Comics, Akte X, Buffy. Ich habe halt da wirklich querbeet ausprobiert, bis ich mir nach meinem 13. Geburtstag das hier geholt habe. X-Men Nummer 22 mit dem zweiten Teil der Onslaught-Phase und ja, ab da an war mein Werdegang auf Marvel eigentlich festgelegt und ich bin dann auch wirklich sehr lange bei Marvel geblieben, ausschließlich bis ich dann noch die Mangas für mich entdeckt habe, was dann aber mit eben der Ausstrahlung von Dragon Ball Z dann losging und da habe ich mir dann die ersten beiden Manga-Bände geholt und dann habe ich noch das Banzai entdeckt und dann hat sich das noch auf die Mangas auch noch erweitert, ne? So ist dann eher der Werdegang gewesen. Also generell erstmal, ich bin immer noch baff, dass wir im gleichen Alter sind. War mir nicht klar und ja, war mir einfach nicht klar. Ey. Freut mich irgendwie. Total banal, aber es freut mich.
Und tatsächlich sind die X-Men auch die ersten Superhelden-Comics gewesen, die ich kennengelernt habe. Ich habe zwar danach ziemlich schnell aufgehört, Comics zu lesen, ich bin weiter bei den Yps-Heften geblieben. Und tatsächlich sagt mir auch Teddy was. Naja, bei den Yps-Heften und Mickey Mouse hatten wir im Abo. Ja, X-Men waren aber die ersten Superhelden-Comics, die ich irgendwie kennengelernt habe. Ich glaube, ich habe mir dabei zwei Hefte geholt, zwei Hefte in Folge oder was. So genau kann, weiß ich das gar nicht mehr. Naja. Genau, ich glaube, beim dritten Heft war das so. Ich bin damals, ich hatte ältere Freunde und wir sind zum dritt zum Kiosk, zum Bütchen, wo auch immer hingegangen. Und das nächste X-Men-Heft gab es nur zweimal. Und da ich der Jüngste war, hatte ich leider das Nachsehen. Und dann hatte ich leider kein X-Men-Heft mehr und war da nicht aktuell dabei. Und ich glaube, so habe ich auch leider dann lange Zeit das ganze Superhelden-Genre verloren. Es wird ja immer sehr schnell gesagt, du musst Comic XY gelesen haben oder Comic XY muss in jeder Sammlung sein, aber Hier Björn Musall, der ist noch frischer dabei als ich und meine Hände sind dreckig vom Renovieren im Übrigen, das geht nicht so richtig ab. Sein Kanal, also Björn hat unglaublich viel Potenzial, der weiß sehr viel, der kann sehr viel und ist ein sehr kreativer Mensch. Und was ich sehr mag an diesem Video, also an seiner Aufnahme, ist also der Farbakzent, dieser künstlerische Ton, den er da reinbringt, indem er einfach diese bunte Tasche in den Hintergrund klatscht, um sich dann quasi vom Hintergrund abzuheben. Gefällt mir ziemlich gut. Hat mir Spaß gemacht, das zu sehen. wann ist deiner Meinung nach eigentlich ein Comic ein Must-Read oder Must-Have oder ein Pflichtprogramm für dich? Das ist wieder so eine Frage, die kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil ich noch nicht mal selber weiß, nach welchem Gesichtspunkt ich mich für Comics entscheide. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo es einfach wirklich an dem Helden liegt, wodurch es ein Pflichtprogramm wird. Das wäre bei Hulk und bei Deadpool so ein Fall oder auch bei Daredevil ist das so ein Fall, wo es halt wirklich damit zusammenhängt, dass eben der Name draufsteht. Ansonsten lässt sich das halt immer wirklich schwer sagen. Meistens ist es dann einfach, dass ich irgendwo was drüber lese, noch vorschaue und das klingt ganz interessant. Oder ich sehe dann schon mal über Comixologie ein Cover zu einer Serie und denke mir, ja, wenn das in Deutschland rauskommt, könnte mich interessieren. Na, aber es gibt eigentlich gar nicht so eine große Regel, ab wann es für mich ein Pflichtprogramm ist. Na, das kann ich halt wirklich überhaupt nicht so spezifisch sagen. Meine Frage an dich ist, Kane, du hast ja gerade am Anfang relativ viel Gegenwind bekommen. Was hat dich motiviert, dennoch am Ball zu bleiben, vor allem mit einem teilweise sehr hohen Video-Output? Zum Mabugus-Video, das habe ich dir Mabugo auch schon geschrieben, da finde ich auch abgefahren, dass aufgrund der Kamera, wie sie das Bild einfängt, im Hintergrund diese pink-lierne Spiegelung oder was auch immer im Fenster zu sehen ist oder in der Balkonbrüstung oder was es da ist, und diese Farbe perfekt, also wirklich nahezu, nein nicht nahezu, einfach perfekt Mabugus Farbe aufgreift, sowohl vom Hemd als auch von den Haaren, als auch sein Hautton passen genau da rein. Und genau genommen auch sein Nagellack, so wie er gerade aussieht. Der ein bisschen abgeranzt aussieht, aber das soll es ja auch irgendwie sein. Also, nochmal seine Frage. Du hast ja gerade am Anfang relativ viel Gegenwind bekommen. Was hat dich motiviert, dennoch am Ball zu bleiben, vor allem mit einem teilweise sehr hohen Video-Output? Habe ich viel Gegenwind bekommen? Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, habe ich nichts von dass ich Gegenwind bekommen habe. Ich weiß, dass das Video, was Panini falsch macht, sehr zwiegespalten ankam, aber das ging dann mehr um so Begrifflichkeiten wie Trade. Seitdem versuche ich eher Sammelband zu verwenden als Trade, um dieses so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, ne? Aber ansonsten wäre mir da gar nicht so viel bekannt. Es ist aber auch so, ich kannte damals vielleicht drei, vier andere Comic-Tuber. Und da habe ich keine negativen Stimmen jetzt wirklich mitgekriegt. Ich habe zwar immer mal ein paar gute Ratschläge mitgekriegt, die aber eben zu dem damaligen Zeit für mich nicht umsetzbar war, rein von der Technik her. Das hat sich aber dann ja auch dann von allein
erledigt. Und was sonst vielleicht noch gemauschelt wurde hinter meinem Rücken, das weiß ich nicht. Ich hatte kein Twitter, wenn die sich da ausgelassen haben, habe ich es nicht mitgekriegt. Ich weiß, dass da oftmals ziemlich heiß hergeht in Sachen Comic-Tuber-Szene, aber bei mir persönlich ist da nichts angekommen. Ne? Und wieso ich weitergemacht habe, einfach weil ich mich eben über mein Hobby austauschen wollte. Diese Möglichkeit habe ich hier bei uns nicht und das war eben für mich der Weg, einen Austausch zu finden. Was macht für dich so einen richtig, richtig guten Comic aus? Übrigens, Miyako, also viele werden sie auch schon kennen, über Instagram wahrscheinlich oder über Creighton, wie auch immer. Sie hat auch ihren Kanal auf YouTube hier begonnen, vor, weiß nicht, einem Monat, zwei Monaten. Schaut da rein, da geht es nicht nur um Comics, da geht es um Bücher allgemein. Schaut da vorbei. Ein gutes Comic macht, denke ich, für mich in erster Linie Drama aus. Also ich stehe total auf den Soap-Faktor in Comics. Dadurch mag ich auch vor allem sehr stark den ultimativen Spider-Man, der dies wirklich sehr gut umgesetzt hat. Aber ich mag es halt immer, wenn wirklich viel Drama hineinkommt. Ne? Ich mag aber auch aufrüttelnde Comics, die eben wirklich eine Botschaft einem mitgeben, die vielleicht auch einem die Realität widerspiegeln. Ich muss mich nicht unbedingt gut nach der Lektüre eines Comics fühlen. Ich darf danach mich auch gerne mal schlecht fühlen. Ne? Aber wenn mich ein Comic zum Nachdenken bringt, finde ich das auch immer sehr gut. Aber ich bin auch ehrlich, ich stehe auch auf lustige Comics. Also sowas wie Moon Girl und Hawkeye, das hat man noch so an Deadpool, generell Deadpool mag ich sehr. Ne? Also es gibt eigentlich viele Sachen, die für mich ein gutes Comic ausmachen können. Es gibt da eigentlich auch wieder nicht so diese eine Formel. Dadurch probiere ich mich aber auch eben auch viel aus, sage ich mal. Findest du, dass man Shazam hätte von Captain Marvel in Shazam umbenennen müssen? Oder ist es total sinnlos und du denkst dir, scheiß auf den kleinen Krieg der Verleger oder so? Du weißt, was ich meine. Ja, also ich werde bis heute nicht fertig, wieso man Miss Marvel in Captain Marvel umbenannt hat. Also das ist für mich hirnrissig hoch 10. Vor allem hat man ja auch ihren Charakter damit so um 180 Grad gewandelt. Vorher war sie eher so eine Figur, die ja nicht so wirklich wusste, wer sie ist, wo sie hin will. Sie war auch immer mal immer stark am Zweifeln und heute ist sie diese selbstbewusste Anführerin der ganzen Welt geworden und sie ist mir mittlerweile so unsympathisch geworden und dabei war sie mir sehr sympathisch als Miss Marvel und als Binary, auch wenn ich gar nicht so viel von ihr damals gelesen habe, fand ich sie doch damals eindeutig sympathischer als Captain Marvel, als sie jetzt als Captain Marvel ist. Also das war so eine Namensänderung, die ich bis heute nicht verstanden habe. Welchen Comic hättest du lieber nicht gelesen? Bis vor kurzem hätte ich noch diese beiden Titel genannt. Also Spider-Man in den Fängen des Oktopus und Iron Man Jagd auf Cyclops. Das eine ist schlechter als das andere, aber dabei ist es noch egal, womit du anfängst. Das andere kommt dir immer noch eine Nummer schlechter vor. Also wenn du das zuerst liest, kommt dir das schlechter vor. Liest du das zuerst, kommt dir das schlechter vor, weil es einfach so grottig schlecht ist. Aber jetzt hast du mir ja letzte Woche das hier geschickt und das hat das nochmal extremst unterboten. Ich habe noch nie einen Comic abgebrochen, hier war ich kurz davor und zwar schon, als ich auf der Seite angekommen war, also auf Seite 4, also da, Seite 2, Seite 3, Seite 4, da wollte ich abbrechen, weil das so unsinnig und schmarrig war, dass ich hier wirklich sagen muss, nee, danke, also. Ich muss mal dazu sagen, also da muss ich mal kurz einklinken, das und ein bisschen ausufern. Dieses Heft, also ich hab mit Kane ein bisschen hinterhergeschrieben über ein paar Themen und ich habe ihm gesagt, ich würde ihm ein Paket zusammenstellen mit ein paar Büchern und ein paar Heften. Na, in erster Linie mit Büchern, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall hatte ich dann noch ein paar Kindercomics hier liegen. Beziehungsweise ich dachte, ich könnte sie vielleicht für meine Arbeit gebrauchen. Die Kinder, mit denen ich aber arbeite, die sind nicht in der Lage zu lesen. Und ich dachte, Kane hat immer Verwendung für nahezu jedes Heft und jedes Comic. Habe ihm noch einen langen Brief dazu geschrieben, auch zu diesen Comics. Und es hat sich herausgestellt, er hat diesen Brief gar nicht gelesen. Der ist untergegangen in dem Karton. Und es kamen ja auch schon Reviews zu diesen ganzen Heften raus. Da habe ich mir schon gedacht, dass der Brief halt verschütt gegangen ist. Es war von mir nicht so gedacht, dass ich
dir meinen ganzen Müll gebe. Und die Hefte waren auch nicht dafür gedacht, dass sie dir gefallen. Die waren halt für Menschen, denen du damit eine Freude bereiten kannst. Dafür waren die gedacht. Das wollte ich jetzt einmal dazu sagen, weil dieses Heft ist wirklich mega scheiße. Also, ja, es ist mega scheiße. Das bereue ich wirklich, dass ich das auch zu Ende gelesen habe, vor allem. Das bereue ich. Und das soll noch fortgesetzt werden. Das soll noch fortgesetzt werden. Gottes Willen. Also man muss sich auch ein bisschen vorstellen, ich schreibe Kane, dass ich eben ein Paket schicke und dann schicke ich eben diese Hefte dazu und dann liest er diese Scheiße und also ich meine, was muss in deinem Kopf vorgegangen sein? Also das ist schon, ja, es amüsiert mich. Hey Kane, meine Frage an dich ist, durch diese ganzen Ausraster und diese ganzen Rants, wo dein Puls in die Höhe geht, bei dem Weekly Kane zum Beispiel, da wäre meine Frage, was hilft dir zu entspannen? Hast du da irgendeine besondere Teesorte oder machst du wieder ein Comic-Heft auf, was dir dann wiederum Freude bringt und du kommst dadurch irgendwie ein bisschen runter? Würde mich mal interessieren. Und halt die Ohren steif, dein Katz. Raste ich so oft aus. Ich weiß, dass ich manchmal gezielt ein paar Rants mache, wenn ich zum Beispiel über so einen Scheiß wie Mr. Magoo rede oder wenn ich mit Grauen an die neue Familie Feuerstein-Serie denke, über die ich eigentlich in einem Weekly Kane unterbringen wollte, aber dann war das mit dem Corona-Thema so hochgeschaukelt, dass ich gedacht habe, nee, das ist jetzt so lächerlich, wenn du dich jetzt über so eine Familie Feuerstein-Serie aufregst, aber eigentlich reicht mir einfach nur das Thema zu wechseln. Also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin wohl eher so einer, der eben einmal hoch geht und dann wahrscheinlich gleich wieder runter, weil manchmal merkt man es auch im Video, dass ich mal ganz kurz hochgehe bei irgendwas und danach aber wieder ganz normal bin. Also, ja, keine Ahnung. Mehr ist da eigentlich nicht hinter. Also ich denke, ich kann da einfach umschalten. Welche Story findest du richtig gut in Comics, natürlich, die jeder andere scheiße findet? Ich verstehe gar nicht, warum hier so viele DC-Fragen sind. Ich habe so gut wie nichts mit DC zu tun. Dementsprechend ist das auch so eine Frage, die jetzt sehr schwer zu beantworten ist. Ich würde jetzt vielleicht sagen, Batman der Dunkle Ritter war wirklich bis zum letzten Reread für mich so eine Hass-Story, weil ich finde dieses Comic sehr anstrengend geschrieben. Ich muss ja ganz kurz sagen, die Comic Engine hat die Frage ein bisschen anders formuliert, als er sie mir schriftlich gegeben hat. In der schriftlichen Frage ging es also um DC-Stories, die Kane gelesen hat oder die Kane einfach schlecht findet. Und das ist jetzt in dieser Videoaufnahme untergegangen, deshalb fehlt jetzt vielleicht der Zusammenhang. Also deshalb bezieht Kane sich jetzt auf eine DC-Story. Und wirklich, es macht nicht wirklich Spaß beim Lesen in meinen Augen. Aber beim letzten Reread habe ich aber auch die Stärken gemerkt, weswegen ich auch nicht sagen kann, dass ich es jetzt wirklich abgrundtief hasse. Das wäre auch falsch, weil ich habe wirklich gemerkt, dass hier wirklich auch sehr viel Botschaft übermittelt wird über Manipulation durch die Medien, über den Ursprung von Kriminalität, also vor allem Jugendkriminalität, ne, wird hier sehr viel gesprochen, aber auch über politisches Wirken und Wirren, ne. Dementsprechend hat es doch sehr viel auch sehr Ansprechendes drin, aber was nur das Lesen angeht, muss ich sagen, ist es so ein Comic, was ich sehr, sehr schwer empfand beim ersten Lesen und es darum auch für mich sehr lange so ein rotes Tuch war, was ich nicht wieder anrühren wollte. Aber von Hassen könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt eben auch nicht mehr reden, muss ich auch dazu sagen. Und sonst wüsste ich jetzt nichts, was ich hasse, was sonst jeder mag, ne? Ist ja alles schön und gut, dass heutzutage jede Figur so gut wie seine eigene Comic- oder TV-Serie hat, aber findest du nicht auch, dass man es heutzutage ein bisschen übertreibt? Muss unbedingt jede Figur seine eigene Serie bekommen? Also zu den TV-Serien kann ich persönlich ehrlich gesagt so gut wie nichts sagen. Ganz einfach, ich habe so gut wie nichts konsumiert davon. Ich habe Outcast geguckt, finde ich schade, dass es nicht fortgesetzt wird. Ich verfolge Walking Dead, aber bin da auch meistens eher mittlerweile unzufrieden, weil die Serie schon lange nicht mehr wirklich gut ist und das, wo ich keine Ahnung, Anfang von Negan war noch gut und mittendrin wurde es immer schwachsinniger. Ne? Und mittlerweile funktioniert es eigentlich gar nicht mehr und ja. Ne? Und auch nur die Hauptserie kenne ich. So, dann habe ich Agents of S.H.I.E.L.D. bis Staffel 4 geguckt, dann war es bei RTL Crime raus und ich habe halt Sky Go über meine Großeltern und wenn RTL Crime raus ist, kann ich das nicht mehr gucken.
Dann habe ich Agent Carter die ersten zwei Staffeln geschaut, wurde ja dann abgebrochen, wurde aber auch nochmal Thema in Staffel 4 von Agents of S.H.I.E.L.D. Oder was? Staffel 3, ich blick da selbst, da weiß ich die Staffel nicht mehr durch. Ja, was habe ich noch geguckt? Gotham habe ich geguckt. Da bin ich aber auch noch mit der letzten Staffel beschäftigt, die ich mir dann auf Busimax aufgezeichnet habe. Viel mehr habe ich nicht geguckt. Es gäbe noch viele Serien, an denen ich Interesse hätte. Einem voran natürlich die Marvel-Netflix-Serien. Bei DC interessiert mich halt das meiste gar nicht. Teen Titans würde ich vielleicht mal Luki-Luki machen, wenn sich mal irgendwann die Möglichkeit geben sollte, weil das interessiert mich doch mal, diese Ausrichtung. Aber ansonsten bin ich da nicht drin. Auf Comics bezogen stört es mich oft, dass mittlerweile jeder Hinz und Kunz seine eigene Solo-Serie kriegt und vor allem auch auf Zwang. Ich denke da, als unter Superior Spider-Man dieses Crossover mit Spider-Man 2099 stattgefunden hat und man das gleich auch dazu genutzt hat, Spider-Man 2099 ins normale Marvel-Universum zu bringen für eine eigene Solo-Serie, die zwar anfangs wenigstens noch eine gewisse Substanz hatte in der ersten Serie, bis dann aber der Secret Wars da seinen Cut gemacht hat, aber auch die war nicht wirklich super, sondern die war gut, die konnte man gut lesen, hat Spaß gemacht. Die Fortsetzungsserie hat sich aber in so einem Blödsinn verwandelt und hat das Vorgänger gar nicht weitergeführt, wo ich mir dann auch denke, warum gab es das überhaupt? Und das passiert leider ganz oft, dass irgendwelche Figuren Serien bekommen, wo man sich fragt erstmal warum. Und wo ich mir auch vor allem eher sagen würde, warum gleich nur ein Going? Warum nicht eher mal eine schöne Miniserie? Da wäre auch wieder das Beispiel Domino. Ich habe den ersten Band echt gefallen, der funktioniert super für sich alleine. Warum war denn da nicht Schluss? Nee, man hat es dann noch auf 4 weitere Hefte und ein Annuell gestreckt, ne? Also, ne, mit nochmal zwei Zweiteiler-Stories hier drinne. Und es kriegt den Flair vom ersten Band nicht hin, obwohl der Autor gleich geblieben ist. Es macht nicht so viel Spaß und man merkt, dass überall irgendwas hakt und das ist, braucht keiner. Man muss nicht auf Zwang irgendwas durchziehen, sondern einfach kurz halten. Auch Spider, wenn es so eine Figur, klar, ich mag sie, braucht sie nur ongoing? Nein, hat sie nie gebraucht. Eine schöne Miniserie wäre was Gutes gewesen. Aber mal vielleicht lieber mal jedes Jahr oder alle 2 Jahre eine schöne Miniserie. Dasselbe gilt für mich eigentlich auch für Gwenpool. Na, das sind alles so Figuren, wo ich sage, ja, es ist eine nette Idee, mal, wenn mal was kommt, aber es muss nicht gleich auf ongoing gezogen werden. Und das passiert leider heute sehr oft. Hi Kane, eine Frage von einem großen Fan, also mir. Meinst du, es gibt in einer alternativen Zeitlinie einen Kane, DC und mehr, so sein Name zu YouTube-Start, von einem laktosetoleranten Kane geführt, der erst später zu Kane Comics und mehr wurde? Hast du was gesagt? Der jedes Comic fein säuberlich in eine Hülle packt, mit Board hinterlegt, alles ganz fein säuberlich ins Regal sortiert, da fällt nichts runter, kippt nichts um, gar nichts. Und der seit Jahren auf englische, auf US-Comics schwört, einen Kane, der uns mit seinem Format, dem Minutely Kane, jede Minute ein neues Video auf YouTube seit langer Zeit verzaubert und jedes Comic und jeden Manga auch, so schlecht er sein mag, in vollen Zügen genießt. Ich meine, wir leben in der Welt der Comics, das ist doch möglich, oder? Was soll ich denn jetzt hierauf sagen? Also es gibt doch eigentlich sehr, sehr wenig Comics, die ich jetzt direkt schlecht mache. Klar, weise ich darauf hin, wenn sie in gewissem Maße irgendwas nicht so läuft. Aber jetzt gezielt würde ich jetzt vielleicht 6 Comics zusammenkriegen, wo ich sage, die sind halt wirklich schrecklich, dass man von denen die Hände weglassen soll. Und ja, davon haben wir auch schon ein paar hier gesehen. Das wäre eindeutig das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Die Fortsetzung oder was umgekehrt, ist auch egal, jedenfalls genauso schrecklich. Und der hier. Und noch die ersten beiden DuckTales Taschenbücher. Der dritte und der vierte waren gut. Aber ansonsten ist das eigentlich gar nicht so gangdeckend gäbe bei mir. Die meisten Comics unterhalten mich irgendwo. Ich versuche aber halt auch immer objektiv meine Comics zu bewerten, wenn ich sie hier vorstelle, also auch zu erzählen, was daran eben nicht so gut ist. Das muss man eben auch versuchen mit unterzubringen. Darum habe ich zum Beispiel auch kein Punktesystem, weil sich das am Anfang extrem, als ich noch ein Punktesystem hatte, im Weg gestanden hat, weil mich die Sachen zwar unterhalten haben, aber objektiv kam da keine gute Bewertung raus. Und dann habe ich mich immer gefragt, klingt ein bisschen komisch, wenn ich gerade das Comic über den grünen Klee lobe und dann kriegt das Ding 5 von 10 Sternen oder Punkt. Ja, deshalb
Oder mitunter deshalb gibt es bei mir auch kein Punktesystem mehr. Und dementsprechend habe ich das abgeschafft. Aber das meiste unterhält mich ja irgendwo. Es gibt eigentlich nur ganz wenig Sachen, wo ich wirklich sage, das ist wirklich abgrundtief schlecht. Also ne, nur ich verschweige eben auch jetzt nicht, wenn daran irgendwas nicht okay ist. Also das fände ich irgendwo verkehrt. Was ist dein liebster Superheld oder deine liebste Superheldin und warum? Na, das ist jetzt so eine blöde Ranking-Frage und diese Sachen fallen mir immer persönlich sau schwer, weil zu einem immer auch darauf ankommt, was habe ich von den Figuren gelesen, wieso, weshalb, und meist kriege ich es noch nicht mal in Worte gefasst, wieso ich bestimmte Figuren wirklich sehr mag. Also ich bin ein großer Fan von Moon Knight, von Daredevil, vom Red Hulk, aber auch vom normalen Hulk. Dann der Deadpool ist ganz oben bei mir durch eben das Daredevil Deadpool Crossover 19, was es bei uns damals gab. Ich glaube, die beste Geschichte des Jahres 97 war das und bin ich auch heute noch der Meinung, dass das ein saugrandioses Comic ist. Ich liebe Doob, die kleine grüne Kartoffel, ne? Howard the Duck ist auch immer ganz, ganz wichtig für mich. Moon Girl, ne? Aber es fällt mir teils auch schwer zu sagen, warum das so ist. Aber noch viel schwerer fällt es mir eben jetzt wirklich zu sagen, welche Figur da ganz oben ist. Und ja, trotz allem habe ich mir natürlich versucht, ein bisschen Gedanken zu machen für diese Sendung, dass ich wenigstens irgendeinen jetzt erstmal nennen kann. Und ich würde jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, am Ende des Tages ist es Machine Man. So unwirklich, wie es klingt und so unvorstellbar, wie es vielleicht für viele ist, aber ich liebe diesen metallenen Klotz mittlerweile einfach wirklich extremst. Mein ersten bewussten Kontakt müsste Marvel Zombies 3 gewesen sein. Aber das war noch lange nicht ausschlaggebend, sondern Marvel Zombies 5, wo Howard the Duck und Machine Man zusammen unterwegs sind und sich so den Ball immer zuspielen, so diesen Gag-Ball, weil sie beide extremst sarkastische Figuren sind, auch eher so Figuren sind, die eben die Zweibeiner nicht verstehen können und da eben auch immer ihre Spitzen ablassen, und die hatten eine Dynamik, die mich richtig abgeholt hat und Howard war ja vorher schon bei mir hoch im Kurs, aber Machine Man ist dadurch für mich sehr im Kurs gestiegen. Dann habe ich Howard zusammen mit dem Red Hulk erlebt und hatte da auch richtig Fun bei. Ich, scherzeshalber werde ich das S in Machine mal durchstreichen. Dann auch einige Male, die Machine Man mit Deadpool zusammen agiert hat, die ich auch richtig feiere, ne, und eben noch so ein paar andere Gastauftritte, die er halt immer mal wieder hat und wo man halt immer wieder seine sehr egozentrische Art miterlebt und vor allem auch mittlerweile seine verbitterte Art, denn er ist mittlerweile sehr verbittert, er ist eben nicht mehr wie hier die Figur, die Mensch sein möchte, so menschlich wie möglich sein möchte, sondern mittlerweile so verbittert von der Menschheit, dass er sich eben doch als was Besseres sieht, und das verursacht eben auch immer wieder sehr viele humoristische Momente und natürlich eben auch wirklich seine Stacheleien gegenüber den Fleischlingen und den Menschen halt, ne? Und ich habe ihn einfach mittlerweile wirklich sehr ins Herz geschlossen und würde mir einfach von dieser Figur auch generell mehr Comics wünschen, mehr Output. Ich sage ja auch immer, ich bin für mehr Machine Man in Comics, aber auch für mehr Howard the Duck in Comics, ganz klar. Ja, also ich würde wirklich sagen, mittlerweile würde ich Machine Man als meine liebste Figur benennen, vor allem weil sie eben auch so underrated ist. Ich sag mal, Red Hulk, Hulk, Deadpool, Moon Knight, hat jeder auf dem Schirm, aber Figuren wie Machine Man, Howard the Duck und auch Doob, die haben die Leute nicht so auf dem Schirm, und ich glaube, darum mag ich gerade diese Figuren besonders, die eben so ein bisschen unter dem Radar fließen, aber die eben auch immer ihre Botschaft haben und so ihren eigenen Humor mitbringen, ihren eigenen Charakter, und man auch eben Charakterentwicklung über die Jahre bei diesen Figuren miterlebt. Ne? Ja. In den ganzen Marvel-Filmen ist es auch so, dass mich vor allem Hawkeye und Black Widow mit am meisten interessiert haben. Unwichtig, aber musste mal gesagt werden. Wie viele Comics hast du insgesamt in deiner Sammlung? Ja, das lässt sich leider heute schwer sagen. Bis vor, keine Ahnung, 3 Jahren oder so hatte ich immer noch eine schöne Excel-Tabelle, zumindest hier für alles, was Marvel, DC und allen anderen US-Kram angeht, wo ich das schön fein säuberlich gelistet habe. Damals war ich irgendwas bei 3500 Comics.
Nur was das anging, dazu kommen dann noch knapp 500 Mosaik-Sachen, weil das Mosaik nur von den Aprafax ist mittlerweile auch wieder bei einer 500 angekommen. Ich habe zwar nicht alle Hefte, aber es gibt dann noch so ein paar Spezialhefte und ein paar Alben, die ich dann habe. Und dann kommt das schon mittlerweile auch mit knapp 500 Sachen hin. Ich hatte damals auch eine Tabelle für Mangas gehabt. Da war ich so bei 900 damals, müsste ich jetzt bei 1100 bis 1200 sein. Wie gesagt, lässt sich alles halt nur schwer jetzt noch sagen. Dann habe ich eben noch einiges mittlerweile an sonstigen Graphic Novels, ne? Das dürften auch 30 bis 50 mittlerweile sein. Dann habe ich ein paar lustige Taschenbücher hier. Ich habe alle Asterix-Alben hier. Und ich habe gut zwei Drittel aller Lucky Luke-Sachen hier. Also viel besser kann ich es nicht sagen. Eine genaue Zahl ist heutzutage wirklich nicht mehr nennbar. Und sich nochmal hinzusetzen und so eine Tabelle anzufertigen, das ist eine riesige Herausforderung. Ich hatte damals, als ich sie begonnen hatte, war ich irgendwo bei 900 noch was Comics. Ne, und habe die von da aus stetig fortgesetzt und dementsprechend das heute nochmal neu zu machen, ist natürlich eine Sache, auf die ich persönlich ehrlich gesagt keine Lust habe. Es ist einfach genau so zu sagen. Hast du dich schon mal so richtig auf einen Comic gefreut und wurdest dann richtig enttäuscht? Das ist keine Frage, die ich aus dem Stegreif beantworten kann, weil ich mir sowas ehrlich gesagt gar nicht merke, wenn ich mich auf irgendwas freue und ich war dann enttäuscht. Das sah ich dann meist in dem betreffenden Weekly Kane dann an, dass ich mich darauf eigentlich gefreut hatte und dann doch enttäuscht war. Aber so wirklich im Hinterkopf bleibt mir das jetzt nicht, dass ich mich vorher drauf gefreut habe. Mir bleibt dann meist eher so der Gedanke, dass ich enttäuscht war. Ich habe jetzt mal versucht, mich hier vors Regal zu stellen und wenigstens ein bisschen was zu finden. Und da ist noch was, was ich gerade sehe, um auch noch mit dazu nehmen. Und hätte jetzt auf dem Stegreif zwei Sachen. Also eigentlich gerade nur eine Sache, jetzt sind es zwei Sachen. Das wäre einmal Deadpool versus Gambit. Ich war sehr begeistert von diesen diversen Deadpool versus Sachen, die es so gab und Crossover. Und gerade auf Gambit hatte ich mich sehr gefreut, weil Gambit auch so einer der X-Men ist, die man doch ein bisschen mehr mag. Ne? Dieser Underdog, dieser auch eigentlich schon Außenseiter, vor allem auch durch seine Vergangenheit hat er sich auch immer selbst zum Außenseiter gemacht. Hatte ich mich darauf gefreut und ich weiß gar nicht mehr, worum es hierin ging. Ich weiß nur, es war totaler Blödsinn. Und dann war da noch Venomverse. Venomverse im Ganzen, ich meine auch mit den kompletten folgenden Miniserien, die darauf so folgten. Also dieses Ganze im Ganzen betrachtet, war ich eigentlich echt enttäuscht und es kann in keinster Weise mit dem Grundgedanken von Spider-Verse auch mithalten, was ich eben auch so traurig fand. Bei Spider-Verse war es wenigstens so, du kanntest die diversen Spider-Man schon und hier werden irgendwelche Venoms eingeführt ohne Sinn und Verstand und du kannst mit denen gar nichts anfangen und diese Poisons ergaben für mich auch keinen wirklichen Sinn und irgendwie war das so ein Event, was ich nicht gutheißen kann, ne? Und das wären jetzt so Sachen, die ich aus dem Stegreif hätte. Ich würde hier bestimmt noch viel, viel mehr finden, aber so aus dem Stegreif finde ich, ist sowas immer relativ schwer. Heißt das für dich der oder das Comic? Spielt das irgendeine Rolle? Ich glaube, ich benutze beide Begriffe. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht und könnte das jetzt auch im Stand auch gar nicht sagen, ob es der oder das Comic heißen soll. Also ich glaube, ich verwende je nach Situation beides. Persönliches Ding, immer wieder, wenn ich eine Analyse schreibe oder wenn ich über Comics spreche, verwende ich mal das oder mal der. Und total bescheuert und total sinnlos, aber das beschäftigt einen, ne? Ja, gut, dann würde ich noch sagen, es war schön hier zu sein. Möchte mich bedanken, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Lasst doch mal bei dem guten So geht Comic ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und vielleicht auch ein Like unter diesem Video. Und falls ihr mal mehr von mir sehen wollt, könnt ihr auch auf meinem Kanal mal vorbeigucken. Würde mich auch freuen. Na, und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Daumen hoch ist immer gut, da freue ich mich super drüber und ich freue mich, wenn das Video gesehen wird. Ein Abo, wie gesagt, ihr könnt auch gerne einfach immer wieder vorbeischauen. So im Schnitt kommen so, naja, zweimal im Monat was online. Im Moment eher noch ein bisschen weniger, weil ich gerade im Umzug bin und hier, naja, einiges zu tun habe. Ne? Man kennt es ja. Naja, ich freue mich natürlich trotzdem. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wenn nicht, dann nicht. Ist wie immer euch überlassen. Tschüss Leute! Ja, lasst mich wissen, was du von diesem Format hältst und mit welchen anderen Comic-YouTubern oder mit welchen anderen Menschen ich dieses Frage-Antwort-Spiel nachspielen sollte.
An dieser Stelle geht mein Dank auf jeden Fall schon mal raus an Kane, Katz, an Mabugu, an Björn Musal, an Miyako, an Comic Inn, an Comic Engine und an Creighton. An Kane, Katz, an Mabugu, an Björn Musal, an Miyako, an Comic Inn, an Comic Engine und an Creighton. An Kane, Katz, an Mabugu, an Björn Musal, an Miyako, an Comic Inn, an Comic Engine und an Creighton. Ohne euch wäre dieses Video nicht so spektakulär geworden, also oder vielleicht auch gar kein Video geworden. Vielen, vielen Dank und in dem Sinne war es das auch schon wieder für heute. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.